So, weiter geht's heute mit FIFA 21. Wir sind weiter mit unserer Karriere in der dritten Liga. Letztes Spiel 5 zu 2 gegen Türkgücü München. 4 Tore auf dem Platte. Ja, wurde dann mal doch ein relativ interessantes Spiel. Viele Neuzugänge, viele Abgänge dabei. Und das jetzt steht schon das zweite Ligaspiel an. Ist mir das quasi mit gegen den Mitabsteiger aus St. Pauli. Ja, Platz 5, 1 gegen 5. Also viel Transfer durchgegangen. Ginter, Arsenal gewechselt. Naja, gut, okay, gehen wir rein. So, da Gordini mir im letzten Spiel nicht so wirklich gefallen, dann will ich ihn jetzt mal rausnehmen. Finde ich mir so ein schade, aber es muss halt leider auch mal so treffen. Das heißt, Mertens spielt heute von Anfang an mal. Und Ausnahme keinen Zugriff bekommen. Ich probiere es jetzt mit Ludewig mal statt Weiser. Dann geht's los mit dem Spiel gegen St. Pauli. Auf St. Pauli, am Millerntor. So, eine Weitschussübung können wir rein. Da hat der Keeper gut gehalten. Wieder gehalten. Ja, wieder nicht. So. Wieder nicht, ja. Ha, Pfosten. Bam, rein damit. Und dann geht's ja. Der geht da vorbei. Und dann haben wir nur 5000 Punkte gerade rausgeholt. Und springt auf Platz 2. Ne? 9100. Egal. Komm. Wir sind hier nicht zum Trainieren, wir sind hier zum Spielen. So, der ist da. Das erste Topspiel. Wichtiger Hinweis zu unserem Pfandsystem. Mit jedem Pfandbecher unterstützt. Schade, die Nachricht habe ich gerne noch mitgelesen. So, ja, der Auftakt gegen St. Pauli, wieso gegen München ging gut. Zweiter Spieltag St. Pauli, da wollen wir natürlich gewinnen, um den nächsten Sprung zu machen. Danke, dass Sie heute alle zu diesem Spiel gekommen sind. Hier sind die Gäste von Schalke 04 und der FC St. Pauli. Ja, St. So Pauli. spielt St. Pauli. Die Nummer 30, ja, Boxerler, unser ehemaliger. Vorne mit drin. Und das waren die Aufstellungen der Paulianer. Und die spielen 3-4-1-2, also quasi fast das System, was sie in München gespielt haben. Aber hier ein bisschen offensiver, klar. Und ich habe, wie gesagt, auch ein bisschen umgebaut. Ich habe zwei Leute rein. Vielen Dank. Wir legen los. Viel Spaß. Nach dem Aus von Gaudino, der Spiel wird für Mertens durch Mertens ersetzt. Und vorne. Und ich habe noch eine andere Position geändert. Ich habe die Rechtsverteidigerposition noch geändert. Ich habe Weiser rausgenommen, über den ein bisschen zu viel ging. Und habe dafür jetzt mal mit Kilian Ludewig den nächsten mal ausprobiert. So, mal gucken, wie es läuft. Und das Spiel läuft. Zweiter Spieltag der dritten Liga. Wieder Kolasin hat mit dem Fehler. Aber. Naja, bisschen weit weg, aber konnte es gerade so noch hindern. Eckball, ja, hier von St. Pauli. Auf geht's. Spielmann. Ah, das ist ein bisschen weit. Glück gehabt. Ah, da kommt. Ich krieg den nicht durch, den Transfer. Den. Den Ball vorne rein. Boxer.
Schön geklärt. Und drin. Hat das Ding in der Hand. Ciao. Mannschaft. Jetzt der Ball auf Krüger. Der sich jetzt damit abgefunden hat, dass er ausspielen muss. So. Eckball kommt auf den ersten Pfosten. Platte! So. Ab ihn. Spielmann. Kolasinac. Der jetzt mal ein bisschen auf dem Außen durchgeht. Geht seine Flanke aber nicht durch. Sondern noch kriegt es von Pauli ein bisschen aufgepasst. Spielmann! Und Platte. Spielmann wieder mal. Der hat viel Betrieb zurück. Und Platte! Probiert's und prüft den Müller. Ja, der Ball kommt nicht an. Ja, ich muss sogar ein bisschen abbrechen. Jetzt kommen wir momentan aber auch nicht in die Möglichkeiten, da irgendwas zu probieren. Irgendwie durchzugehen. Ja, schöner Ball. Nein, vergiss es. So, wir haben eine halbe Stunde gespielt. Im ersten Spiel stand es zu dem Zeitpunkt schon 2-0. Jetzt macht das ein bisschen einfacher gemacht. Und das gibt nichts vom Schiedsrichter, okay. Und wieder nur so ein blöder Fehler. Eigener Freistoß. Und dann geht's nicht schnell genug. Und Bruno, halt. Ja. Der hätte auch durchaus hinten reinhüpfen können. Das wäre natürlich alles anders gut gewesen, aber. Klar, St. Pauli ist nie einfach. Ich bin momentan nicht zufrieden. Wirklich. St. Pauli macht momentan zu viel. Und Pauli verliert den Ball. In der eigenen Vorwärtsbewegung. Kein Abseits. Sagt der Schiedsrichter zumindest auch nicht. Ja, da kann auch ein bisschen gefährlich werden, aber es gibt eine Ecke für uns. Der Ball auf den ersten Pfosten wieder auf Platte. Ja, wenn er im Moment noch ein bisschen betrieben hat, ist er das. Aber noch nicht wirklich von Erfolg gekrönt. 40. Minute war das jetzt. Und nicht wirklich erfolgsversprechend momentan die Bälle. Ha! Buchtmann. Mit der Telly. Jaichi, der nicht in die Welle kommt. So, auf geht's, Spielmann. Ist noch viel im Betrieb. Berger. Was? Vorteil. Platte. Ja, der bisschen der abbricht, der Ball abbricht. Und dann! Riesenchance für Schalke, ja. Und dann ist Pause. 0-0. 0-0, der momentane Zwischenstand. Noch nicht wirklich, Krüger. Ja, eigentlich. St. Pauli hat ein paar Chancen gehabt. Wir haben auch ein paar Chancen. Zwischenstände mal kurz. Halle, Zwickau 1-1, Zügücci 2000, 1-2. Waldhof Meppen 0-0 und Lautern, Wien-Wiesbaden 1-1. Na dann, probieren wir's. Zweite Halbzeit. Kann nur besser werden. Krüger. Kowalanski, Platte. Ja, Kowalanski, wieder mal. Jetzt aber, Spielmann, genau. Der muss da vorne rein. Das gibt Freischuss.
So, die Frage ist, was passiert da? Ich versuche jetzt mal ein bisschen offen. Nichts, gar nichts. 51. Minute, das war überhaupt nichts. Momentan. So, Gomez, Joe Gomez vom FC Liverpool nach Tottenham gewechselt. Ja, das ist das Problem. Es wird einfach mal gefährlich. Ja, guter Ball auf Platte. Vielleicht jetzt mal. Ich denke, wer das erste Tor macht, wird das Ding hier gewinnen. Und da ist es! Nicht! Spielerwechsel bei St. Pauli. Vom Feld gegangen, die Nummer 26, Rico Benatelli. Knoll. Neu dabei, die Nummer 5, Marvin Knoll. So. Eckball. Und der war eigentlich ziemlich wichtig, dass der abgefangen wurde. Ja, es ist momentan eher noch auf 0-0. Ne? Ich denke, wer das erste Tor macht, der wird das Ding nach Hause fahren. So, Spielmann. Über den sehr, sehr viel geht momentan. Und da ist er nicht. Da kommt er einfach vorbei und dann geht er auf ihn nicht rein. Kobylanski. 65. Minute auch. Der Ball geht ein Stück vorbei. Momentan keine Möglichkeit, irgendwas zu reißen, zu tun. Ich versuche es jetzt mit dem Wechsel vorne auf die 10 Godine mal zu spielen. Puh, 65 Minuten. Das ist eine harte Nuss, ne? Das ist halt so ein Spiel. Das ist typisch so ein Lucky-Ding. Entweder geht es 0-0 aus oder du gewinnst das Spiel. Da ist da! Riesenchance für Pauli. So, jetzt der Ball aber Spielmann. Kriegst du da irgendwie noch durchgedrückt? Nein. Und der lange Ball Miyagi, der jetzt versucht natürlich da überaus was zu machen. Die Flanke kommt. Und mit viel, viel Glück passiert da gar nichts. Und hier. Was hast du? Ne, er fasst nicht, er fasst nicht, er fasst nicht. Also da hätte ich schon. Ich habe auch gedacht, das ist okay, er fasst das Meter. Er pfeift nur Abstoß. So, wechsel bei Pauli nochmal. Ja, es ist halt so ein Spiel, ne? Einwurf für uns. Platte. Also, man verändert momentan alles. Da geht es aus. Und wieder der Ball vorbei. St. Pauli geht dran. Geht der Ball aus oder geht er nicht aus? Gibt Abschluss. Aber ich denke, dass es 0-0 wird. Ich versuche natürlich nochmal vorne was reinzubringen jetzt.
Nein! Es war Krüger, der das Ding noch verhindert. Beziehungsweise der das Ding nicht versenkt. Noch eine Ecke. Nachspielzeit läuft. Bleibt es beim 0-0? Oder gibt's noch mal einen... Gibt's noch mal was? Das war ein hartes Stück Arbeit, definitiv. Da waren durchaus mehr drin. So ein paar Bälle. Ja, wir haben einige Chancen gehabt, die wir leider nicht verwandelt haben. Und damit ist das Thema erstmal wohl entschieden. So, die anderen Ergebnisse seht ihr hier. Und wir gehen nochmal ins Interview. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Ja, es ist einfach, da war viel zu viel durchgegangen, aber kam auch in diesem Spiel wirklich. Das müssen wir lernen. Nein, definitiv nicht. Heute war ein Sieg. War definitiv ein Sieg das Ziel. Aber gut. Typischer Polti-Spruch. Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Da hat das ja damals rausgekommen. Danke für diese kurzen Aussagen. Jo, Dankeschön. Ich bin persönlich ein bisschen unzufrieden. St. Pauli war okay, war gut. So, zweiter sind wir momentan nur. Und wir gehen jetzt in das große Finale. Na dann geh doch, mit dem Wurst. Ich hoffe, dass ich den Transfer noch durchkriege. Oh, Kramaric zu Leverkusen. Coutinho wechselt nach Bournemouth. Nächster Gegner Viktoria Köln. Da sind einige Transferangebote reingekommen. Ach, 31. ist die Deadline, nicht der erste. So. Gut. So einige Transferangebote reingegangen noch. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Heimspiel gegen Viktoria Köln.